Der Leonberger Pferdemarkt, ein regionales Großereignis, das schon seit über 300 Jahren jung und alt begeistert. Die fünftägige Veranstaltung bietet neben dem Pferdehandel in der Altstadt auch ein buntes Schauprogramm in der Reithalle und im Reiterstadion. Ja, das Ambiente auf jeden Fall. Auf dem alten Marktplatz hier, dass noch Pferde verkauft werden, das macht schon was her. Muss man dabei sein. Ja, es ist vielfältig, viel angeboten, tolle Pferde. Ob Quadrille in bunten Faschingskostümen oder Springreiten, der Reit- und Fahrverein Leonberg zeigt den Pferdekennern und Laien eine breite Palette des Reitsports. Das bekannte Kinderspiel Die Reise nach Jerusalem mal ganz anders umgesetzt. Das Voltigierteam Masterhorse aus Leonberg begeistert die Zuschauer mit einer perfekt inszenierten Kür. Auch die Liebhaber von Kutschen kommen beim Leonberger Pferdemarkt auf ihre Kosten. Im Reiterstadion werden Gespanne präsentiert und ausgezeichnet. Zur gleichen Zeit in der historischen Altstadt von Leonberg. Viele Besucher zieht es in die engen Gassen zur Prämierung der Verkaufspferde. Die Preisrichter sorgen für viel Unterhaltung. Wir machen den ersten Preis, einverstanden. Wie im 17. Jahrhundert werden die Groß- und Kleinpferde traditionell per Handschlag verkauft. Auch dieses Jahr sind einige kauffreudige Besucher dabei. Die Entscheidungskriterien sind sehr unterschiedlich. Als Kriterien Körperbau, wie ob Mauke besteht, ob es ruhig ist, wie der Charakter ist, das Wesen. Ob es Preisverhältnis stimmt. Viele Händler kommen schon seit über 30 Jahren nach Leonberg, wie auch Rosshändler Robert Meyer aus Riedlingen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Immer wieder neue Leute zu sehen, um ein Geschäft zu machen, unsere Pferde zu zeigen. Werbung für uns. Wir haben 10 Pferde dabei, haben 2 bis jetzt verkauft. Ich hoffe, dass wir noch ein paar verkaufen. Und wenn wir keine verkaufen, können wir trotzdem festsprechen heute Abend. Eine frisch gebackene Ponybesitzerin ist glücklich über ihren spontanen Kauf. Und das war jetzt halt so, ja, gesehen und toll gefunden und dann entschieden. Ja, der hat uns halt total gut gefallen. Also gerade von der Farbe her, passt von der Größe super. Auch vom Alter her, und wir haben einen, der auch so ein bisschen stämmiger gebaut ist, und der ist immer so ein bisschen alleine und der würde halt super zu dem passen. Mit dem letzten Programmpunkt, dem großen Festumzug, verabschieden sich die Reiter und Kutscher von den Besuchern. Damit gehen 5 erlebnisreiche Tage zu Ende.